Ja, herzlich willkommen zurück hier auf Bühne 2 auf der Foskes-Konferenz 2022. Ist OSM jetzt eigentlich völlig verrückt geworden? Oder anders gesagt, was hat eine Schweizer Hose mit OpenStreetMap zu tun? Das erklärt uns jetzt Oliver Rutzig. Schweizer Hose im Schrebergarten. Mapping von Obstbäumen in OpenStreetMap. Ich bin Oliver Rutzig, komme aus Berlin, bin seit 2011 bei OpenStreetMap und begeisterter Schrebergärtner. Ich erzähle etwas über die Erfassung der Obstbäume unserer Kleingartenkolonie in OpenStreetMap. Zuerst sage ich etwas zum korrekten Tagging von Obstsorten in OpenStreetMap. Dann werde ich genauer die Vorgehensweise bei der Kartierung der Obstbäume in unserer Kleingartenkolonie am Stadtpark 1 beschreiben. Und schließlich werde ich eine Karte vorstellen, die auf einer Erweiterung oder Ergänzung des Standard OpenStreetMap Mapnik-Kartenstils beruht und die Obstbäume dann darstellt. Die Schweizer Hose. Bei der Schweizer Hose werden die meisten Leute sicherlich an die längs gestreiften Uniformhosen der Schweizer Garde im Vatikan denken. Und nicht jeder wird wissen, dass es auch eine seit dem 17. Jahrhundert bekannte Kultursorte der Birne gibt, deren längs gestreifte Früchte eben halt auch an diese Uniformhosen erinnern und deswegen Schweizer Hose genannt wird. Wenn ich also einem Nicht-Botaniker erklären möchte, was die Schweizer Hose eben ist, dann muss ich sagen, die Schweizer Hose ist eine Kultursorte der Birne. In diesem Satz habe ich jetzt zwei Begriffe. Schweizer Hose, das ist die Kultursorte Cultivar, und Birne, das ist die Art, das ist eigentlich die Kulturbirne Pyrus communis. Und Art, Species und Kultursorte Cultivar sind Beispiele für taxonomische Stufen. Das heißt, in dieser Aussage verwende ich zwei taxonomische Stufen, um diese Birnensorte eben einerseits botanisch genau zu beschreiben und andererseits diesen Satz eben für den Laien verständlich zu machen. Taxonomische Stufen sind Elemente einer Taxonomie. Bei einer Taxonomie handelt es sich laut Wikipedia um ein einheitliches Verfahren oder Modell, mit dem Objekte nach bestimmten Kriterien in Kategorien oder Klassen, auch Taxa genannt, eingeordnet werden. Pyrus, also die Gattung der Birnen, Pyrus communis, also die Art Kulturbirne, oder Williams Christ als Kultursorte, sind unterschiedliche Beispiele für Taxa, nicht? Und Gattung, Art, Unterart oder Kultursorte, Cultivar, sind Beispiele für unterschiedliche taxonomische Stufen bei Pflanzen. Und wenn ich jetzt einen Obstbaum beschreibe, dann muss ich im Prinzip eine Kette von taxonomischen Stufen angeben. Die unterste taxonomische Stufe, um den Baum eben möglichst präzise zu beschreiben, die Baumsorte. Und dann muss ich mit den taxonomischen Stufen eben so weit hochgehen, bis ich dann eben bei einer Stufe bin, die als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann. Also wie gesagt, Schweizer Hose als unterste taxonomische Stufe, die nur die Botaniker kennen, und Birne als taxonomische Stufe, die dann allgemein bekannt ist. Wie kann ich nun diese taxonomischen Stufen in OSM-Tags abbilden? Tatsächlich gibt es für die taxonomische Stufe der Gattung und für die taxonomische Stufe der Art schon stark etablierte Tags, nämlich Genus und Species. Dann gibt es noch einen OpenStreetMap-Tag Taxon, der dieser Tag nimmt die niedrigste taxonomische Stufe unterhalb von Species auf. Entweder Taxon oder, wenn es sich um Kultursorten handelt, verwendet man Taxon gleich Taxon Doppelpunkt Cultivar. Nehmen wir als Beispiel den Boskop-Apfel. Da würde man dann Taxon Cultivar vergeben, eben als für die Sorte Boskop. Und dann würde man eben die Species noch vergeben, Malus domestica, als Kulturapfel, damit man eben weiß, dass es sich um einen Apfel handelt. Gegebenenfalls könnte man noch Genus, Malus, also Äpfel, als Gattung taggen. Das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Man sollte grundsätzlich die lateinische Bezeichnung verwenden, damit die Daten möglichst eindeutig sind und es eben halt auch international verständlich ist. Die deutsche Bezeichnung kann mit genus.de, species.de oder taxon.de, je nachdem, ergänzt werden. Kommt zunächst ein kleiner Exkurs nach Wikidata. Wikidata ist eine frei bearbeitbare Wissensdatenbank, kommt von Wikimedia Deutschland und beruht auf einer eigenen Datenbank, einer Wikibase-Datenbank.
Und die Grundidee bei Wikidata ist eigentlich die, dass man bestimmte Informationen in Wikipedia-Artikeln nicht direkt reinschreibt, sondern dass man die aus Wikidata-Objekten zieht. Beispiel wäre Berlin. Dazu gibt es gibt es sehr viele Wikipedia-Artikel in den unterschiedlichen Sprachen. Und wenn ich jetzt die Einwohnerzahl von Berlin aktualisieren möchte, dann ist es einfacher, wenn ich die Einwohnerzahl nicht direkt in die Wikipedia-Artikel reinschreibe, sondern aus dem Wikidata-Objekt nehme, denn dann brauche ich nur das Wikidata-Objekt zu aktualisieren und habe automatisch alle anderen Wikipedia-Artikel aktualisiert. In unserem Falle werden wir Wikidata aber eher als Normdatei nutzen, um unterschiedliche Bezeichnungen für Sorten zusammenzuführen. Denn ein Wikidata-Objekt enthält die Bezeichnung für ein Objekt in verschiedenen Sprachen oder auch Vorzugsbenennungen und weitere Benennungen. Die Objekte bestehen aus einem Präfix Q und einer Zahl, damit werden diese Objekte bezeichnet. Wir gucken uns mal ein Beispiel an, das ist die Kanada-Renette, das ist eben eine alte Apfelsorte. Das sieht dann in Wikidata so aus, die Vorzugsbezeichnung, dann habe ich diesen Code. Dann sehe ich, also es ist eine Apfelsorte, dann sehe ich hier die Bezeichnung in verschiedenen Sprachen und ich sehe eben, dass es eben noch verschiedene andere Benennungen gibt. Also die Kanada-Renette ist beispielsweise auch als Stern-Renette bekannt. Das ist halt ein großes Problem bei den alten Obstsorten, dass es oftmals für eine und dieselbe Sorte sehr viele verschiedene Bezeichnungen gibt. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn man eben beim Taggen auch auf Wikidata referenziert. Denn damit kann man eben diese unterschiedlichen Sorten sehr, sehr, oder die unterschiedlichen Bezeichnungen sehr leicht zusammenführen und man kann eben wirklich eindeutig beschreiben, um welche Sorte es sich handelt. Wie kann ich nun in OpenStreetMap auf Wikidata referenzieren? Ich versehe einfach die entsprechenden Tags mit einem Wikidata-Suffix, also Genus Wikidata, referenziert dann auf das Wikidata-Objekt, was zur entsprechenden Gattung gehört, Species Wikidata, auf das Wikidata-Objekt zur entsprechenden Art und Taxon Wikidata, dann eben auf das entsprechende Wikidata-Objekt der entsprechenden taxonomischen Stufe. Also Beispiel Sternrenette oder Ananasrenette. Da würde man dann Taxon, Wikidata und dann diese entsprechende Bezeichnung vergeben. Es reicht aus, die Wikidata-Referenz für die unterste taxonomische Stufe anzugeben, da daraus ja dann höhere taxonomische Stufen abgeleitet werden können. Ich fasse mal zusammen. Beim Tagging von Obstbäumen ist die Angabe der Art, also Species, meistens ausreichend. Wenn ich jetzt also eine Sauerkirsche habe, Prunus cerasus, dann brauche ich nicht unbedingt die Gattung Prunus zu taggen, weil die interessiert keinen und OpenStreetMap ist ja eigentlich kein botanisches Lehrbuch, sondern man möchte eben nur die Sachen so genau wie möglich einfach darstellen. Taxon nimmt die unterste taxonomische Stufe unterhalb von Species auf. Es sei denn, es handelt sich um eine Kultursorte, ein Kultivar, dann verwendet man Taxon gleich Kultivar. Das Ganze habe ich für mich mal im Userbereich des, in meinem Userbereich des OpenStreetMap-Wikis zusammengefasst in einer Seite. Das findet man hier. Und schließlich ist natürlich in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig die Seite im OpenStreetMap-Wiki zum Tag Natural gleich Tree. Nachdem wir jetzt wissen, wie man die Obstsorten botanisch korrekt auf OpenStreetMap in OpenStreetMap-Tags ausdrückt, werde ich jetzt etwas erzählen, wie wir bei der Erfassung der Obstbäume und in unserer Kleingartenkolonie vorgegangen sind. Das ist die Kleingartenkolonie am Stadtpark 1. Die liegt in Berlin-Wilmersdorf, wurde 1919 gegründet und hat 120 Parzellen auf 4 Blöcken. Hier ist mal ein Luftbild. Das ist Block 1, hier ist Block 2, Block 3 und Block 4. Und wir haben eben, wenn wir die Obstbäume auf den Parzellen kartiert haben, dann haben wir eben nicht nur die Art und die Obstsorte, also Species und Cultivar, erfasst, sondern eben halt auch das Pflanzjahr mit dem OpenStreetMap Tag Start Date und die Wuchsform. Also bei der Wuchsform, bezieht sich im Prinzip darauf, ab welcher Höhe bei einem Stamm die ersten Äste abgehen. Also ob es ein Halbstamm ist oder ein Hochstamm. Und das haben wir in, im Tag Description erfasst. Um jetzt die Obstbäume auf den Parzellen erfassen zu können, ist es zunächst als Vorarbeit erforderlich, die Obstbäume, die Umrisse der Parzellen erstmal in OpenStreetMap zu kartieren.
Als Vorlage diente uns hierzu ein Parzellenplan des Vorstands als Excel-Datei. Der zeigt eben schematisch die Parzellennummern und die Lage der Parzelle zueinander, aber dann eben nicht die maßstabsgetreu die Parzellengrenzen. Deswegen haben wir anhand von Luftbildern aus dem Geoportal oder aus Bing und natürlich anhand der Kontrolle vor Ort dann die Parzellengrenzen so genau wie möglich in OpenStreetMap eingezeichnet. Dabei werden Parzellen, das sind Flächen, die werden mit Allotments gleich Plot getaggt und die Parzellennummern werden mit dem Tag Ref ergänzt. Die Lauben werden mit Building gleich Allotment House getaggt. Und nachdem nun die Parzellenumrisse gemappt waren, konnten wir nun zur Erfassung der Obstbäume schreiten. Das geschah mit Unterstützung des Vorstands und dann eben mit ganz großer Hilfe der Unterpächter. Der Vorstand hat eine Mail an die Unterpächter geschrieben. Die wurden dann halt gebeten, so Skizzen so in der Art wie hier gezeigt zu machen von ihrer Parzelle, wo dann eben ungefähr angezeichnet war, wo die Bäume stehen und dann eben die Obstsorten dann eben so genau beschrieben, also Pflaume, Apfel oder wenn es eben bekannt war durch Bestimmung vom Pomologen oder nach der Pflanzung eben dann halt auch die Sorte, also hier ist es eine Goldparmene oder eine Landsberger Renette und zusätzlich sollte dann eben das Pflanzjahr angegeben werden, eben auch entweder man weiß das genaue Pflanzjahr oder man sagt eben, okay, es wurde vor 1970 gepflanzt und anhand dieser Skizzen konnten die Angaben dann in OpenStreetMap übertragen werden. Das wurde dann eben mit Luftbildern abgeglichen, wobei es jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, die Obstbäume wirklich zentimetergenau einzuzeichnen. Wichtig ist eben die relative Lage der Obstbäume zueinander und vor allen Dingen, dass die Obstbäume der korrekten, in der richtigen Parzelle zugeordnet werden können. Um das Ganze auf eine etwas breitere Basis zu stellen, hatten wir verschiedene Aktionen gemacht. So hatten wir beim Erntedankfest unserer Kolonie im Oktober letzten Jahres an einem Stand eine Live-Kartierung. Hier bin ich zu sehen. Da hatte ich einen Laptop mit einem großen Monitor. Da habe ich dann den JOSM geöffnet mit einem schönen Luftbild als Hintergrund. Und dann konnten die Leute kommen und dann mir dann eben zeigen, wo in welcher wo auf ihrer Parzelle eben welche Obstbaum stand, dann haben wir das eben gemeinsam dann in JOSM dann eingetragen. Das fand auch großen Anklang, auch bei Kommunalpolitikern, die da zu Gast waren. Also die Idee findet durchaus positive Resonanz. Dann hatte ich im November diesen Jahres im November letzten Jahres einen Workshop angeboten, indem ich dann eben interessierte Gartenfreunde in die Grundlagen von OpenStreetMap und vor allen Dingen in die Obstbaumkartierung eingeführt habe, sodass jetzt eben halt auch andere Gartenfreunde mich dann bei der Obstbaumkartierung unterstützen können und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, dann eben halt auch die kartierten Obstbäume aktuell halten. Also wenn mal ein Baum gefällt wird oder ein Baum neu gepflanzt wird, das dann eben halt auch nachführen können. Bisher haben wir auf 91 von unseren 120 Parzellen Obstbäume kartiert und wir haben insgesamt in unserer Kolonie 495 Obstbäume erfasst. Jetzt möchte ich eine Karte vorstellen, die ich selber aufgesetzt habe und zwar ist unter obstbaumkarte.de zu finden. Die stellt diese Obstbäume dar. Als Teilserver habe ich Mapnik verwendet, als Teilserver habe ich MapProxy verwendet, als Renderer Mapnik. Das Ganze beruht auf einer Erweiterung des OpenStreetMap Standardkartenstils, wo dann eben die Bäume nicht nur als Marker dargestellt werden, sondern wo dann eben halt auch zusätzlich dann eben die Baumart und die Baumsorte gezeigt wird. Die ganze Karte geht bis Zoom Level 22, also ist also viel detaillierter als die OpenStreetMap Standardkarte, die nur bis Zoom Level 19 geht. Als Datengrundlage dienen die OpenStreetMap-Extrakte der Geofabrik für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und die Quellcodes zu den zur Erweiterung des Mapnik-Kartenstils, die gibt es auf einer Projektseite in GitHub. Im Gegensatz zum Standardkartenstil zeige ich schon die Bäume ab Zoom Level 17 als Marker. Und ab Zoom Level 18 werden dann auch die Parzellennummern gezeigt. Dazu wird der Tag Ref im Zusammenhang mit Allotment gleich Plot ausgewertet. Hier ist mal ein Screenshot der Karte für die Zoom Level 18 und da sieht man dann eben die Parzellennummern. Das ist also ein schöner Parzellenplan auf diesem Zoom Level. Ab Zoom Level 19 werden dann die Marker für die Bäume dann ergänzt durch Informationen
durch Bezeichnung der Art bzw. der Gattung des Baums. Dazu werden die Tags species.de, species.genus.de und genus in der angegebenen Reihenfolge ausgewertet. Das heißt also, wenn species.de vorhanden ist, dann wird das gezeigt. Wenn das nicht vorhanden, wird auf species zurückgegriffen. Und wenn die Art nicht getaggt ist, dann wird eben genus gezeigt. Und wenn man hier mal genau hinguckt, dann sieht man hier deutsche Bezeichnungen: Apfel, Pflaume, Pfirsich. Und zwar habe ich für gängige Baumarten einfach die deutschen Bezeichnungen hinterlegt. Das heißt, Malus domestica wird als Apfel gezeigt, Pyrus communis als Birne. Und damit möchte ich dann den sozusagen den Bedürfnissen der Nutzer etwas entgegenkommen. Es gilt ja der Grundsatz, dass wir nicht für den Renderer mappen, sondern eben für die Datenqualität in der Datenbank. Und dann sollte der Renderer eben halt auch, soweit es geht, eben an den Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Schließlich ab Zoom Level 21 wird dann noch die Unterart oder Kultursorte gezeigt. Dazu werden Taxon.de Taxon bzw. Taxoncultivar.de Taxoncultivar ausgewertet. Hier sehe ich eben, es ist ein Pfirsich und das ist die Unterart Bergpfirsich. Das sind diese schönen Plattenpfirsiche, die so lecker schmecken. Und hier habe ich eine Birne und die Birne ist, bei der Birne handelt es sich dann eben um die Kultursorte Williams Chris. Die Kultursorten werden hier bei dem Kartenstil in einfache Anführungszeichen gesetzt. Ab Zoom Level 22 werden noch weitere Informationen gezeigt, nämlich das Pflanzjahr der Bäume. Dazu wird Startdate ausgewertet. Hier sehe ich halt, der Bergpfirsich, der wurde 2010 gepflanzt. Und außerdem werden hier noch weitere Angaben angezeigt. Also Description wird ausgewertet. Das ist, sieht man, das ist ein Halbstamm. Und wird auch der Text 6 ausgewertet. Den gibt es tatsächlich in OpenStreetMap. Das sind getrennt geschlechtlich zweihäusige Pflanzen. Also ein Beispiel wäre der Ginkgo-Baum. Da gibt es männliche und weibliche Bäume. In den städtischen Grünanlagen werden normalerweise die männlichen Bäume gepflanzt, weil die weiblichen Bäume Früchte tragen, die im Spätsommer sehr intensiv nach Buttersäure duften. Und das möchte man nicht so gerne. Ich fasse mal zusammen. Am Beispiel der Berliner Kleingartenkolonie am Stadtpark 1 haben wir die Erfassung von Obstbäumen auf Kleingartenparzellen in OpenStreetMap demonstriert und diese Obstbäume werden auf einer Mapnik-basierten Karte dann dargestellt. Wie könnte man das jetzt weiterentwickeln? Eine spannende Frage ist natürlich die Übertragbarkeit auf andere Kleingartenkolonien. Ich habe halt gemerkt, eine Hürde ist offensichtlich das Mapping, dass man erstmal die einzelnen Parzellen mappen muss. Also es gibt normalerweise keine genau vermessenen Parzellenpläne, es sind immer so schematische Pläne. Und dann braucht man eben möglichst genaue Luftbilder, um dann eben tatsächlich die Parzellen erstmal mappen. Macht auch eine ziemliche Mühe. Dann eine weitere spannende Möglichkeit hier weiterzumachen wäre die Entwicklung anderer Kartenanwendungen. Also die Mapnik-basierte Karte, die zeigt ja Raster-Tiles, ob man vielleicht mit Vector-Tiles was machen könnte. Und mit diesen Vector-Tiles könnte man dann gegebenenfalls über die Spark-SQL-Schnittstelle dann eben halt auch auf die Wikidata-Tags direkt zugreifen, was sicherlich dann auch die Karte dann noch besser machen würde. Man könnte beim Mapping oder bei der Erfassung weitere Daten erheben, wie Stammumfang, Baumhöhe, Kronenbreite, möglicherweise, ich weiß es nicht, vielleicht kann man da ja mit geeigneten Modellen dann Erntemengen abschätzen. Man könnte spezielle Datenbankabfragen implementieren, beispielsweise zur Besuchung nach Bäumen in der Nähe, die als Bestäuber für bestimmte Obstsorten in Frage kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Parzelle einen Apfelbaum pflanze, dann gibt es für jede Apfelsorte bestimmte andere Apfelbäume, die als Bestäuber in Frage kommen. Und wenn ich jetzt mich dann eben für eine Sorte entschieden habe, dann könnte ich mit Hilfe von Postgres eine Abfrage machen, welche anderen Apfelsorten gibt es im näheren Umkreis und gibt es da eben Apfelbäume, die als Bestäuber in Frage kommen. Wäre eine mögliche Anwendung. Wie gesagt, gibt es sicherlich noch andere Anregungen. Ein paar Gedanken zum Schluss. Also Schrebergärtner kultivieren alte Obstsorten, die im Ertragsanbau keine Rolle spielen. Das ist halt wirklich schön, wenn ich einen eigenen Garten habe. Dann kann ich eben Obstsorten anbauen, die ich nirgendwo zu kaufen kriege. In meinem Garten habe ich einen Geheimrat Oldenburg, das ist eine Apfelsorte. Dann habe ich einen Safranapfel, das ist eine alte Apfelsorte aus dem Vogtland. Und so tragen dann Schrebergärtner zum Erhalt dieser alten Sorten bei. Die Obstbäume in Schrebergärten sind in keinem Baumkataster erfasst und können gut in OpenStreetMap gemappt werden.
Das heißt, das Mapping von Obstbäumen in Schrebergärten schafft einen wertvollen Datenbestand. Das ist sicherlich eine Win-Win-Situation. OpenStreetMap bekommt wertvolle Daten. Und die Schrebergärtner, die freuen sich natürlich, wenn ihre Bemühungen zur Erhöhung der Biodiversität und zum Erhalt alter Obstsorten dann eben halt auch nach außen gut sichtbar werden. Damit bin ich am Ende meines Vortrages angelangt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Oliver, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Einblick in das Mapping vom Obstbäumen in OpenStreetMap. Und da kommen ja gleich mehrere Probleme zusammen, denn hier kommt ja auch noch das Artenkenner-Problem zusammen. Wir verlieren ja immer mehr Artenkenner. Und darauf bezieht sich hier schon auch die erste Frage. Super Idee. Ich fürchte nur, es gibt nur wenige Menschen, die die ganzen Obstsorten in der Natur erkennen und zusätzlich auch noch OSM-Mapper sind. Wie siehst du das? Das sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen entspannter. Also ich sag mal, Apfel von der Birne unterscheiden kann, glaube ich, jeder. Zumindest wenn dann die Früchte am Baum hängen. Dann ist es natürlich auch so, wenn man, die meisten Leute haben ja dann die Obstbäume in ihrem Garten selber gepflanzt und die wissen dann meistens schon, wenn sie den Baum in der Baumschule kaufen, was es für eine Sorte ist. Und gut, ansonsten kann man dann eben tatsächlich mal einen Pomologen oder einen Gartenfachberater zu Rate ziehen. Und ich denke, das Wesentliche, das lebt eben tatsächlich von Arbeitsteilung. Also wir haben ja tatsächlich auch versucht, andere Gartenfreunde dazu zu bringen, eben selber in OpenStreetMap aktiv zu werden. Und ich glaube, mit dem ID-Editor ist die Hürde da gar nicht so hoch. Und ansonsten haben wir es ja eben arbeitsteilig gemacht. Also die Skizzen, die ich da gekriegt habe, habe ich ja dann gezeigt. Also man kann es durchaus auch arbeitsteilig mappen. Also ich sehe tatsächlich die größte Hürde darin, eben erstmal so einen detaillierten Parzellenplan zu kriegen. Okay, du siehst es also entspannter. Und ja, letztendlich, das Schöne ist ja, die Informationen werden ja in OpenStreetMap gespeichert. Ja, sie sind ja dann auch in 10 Jahren noch abrufbar und finde ich toll. Hast du Ideen zur sprachunabhängigen Kartografie von Details zu Bäumen für ein internationales Publikum? Jetzt geht es um die Trivialnamen. Das Problem hattest du ja angesprochen. Genau, also ich meine, ich habe ja sowieso darauf geachtet, dass grundsätzlich immer die lateinischen Bezeichnungen getaggt werden. Damit hat man ja schon die Multilingualität. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man eben möglichst Tags mit vordefinierten Werten verwendet. Also in dem Tagging-Schema, was ich da jetzt verwendet habe, sehe ich als Schwachpunkt halt die Wuchsformen dann einfach in Description zu packen, weil in Description, da kann man ja dann eben irgendwelche Freitexte machen und das ist dann natürlich tatsächlich Halbstamm und Busch und Säule und so weiter. Das ist dann tatsächlich für ein internationales Publikum schwierig, aber alles andere sind im Prinzip ja Tags mit vordefinierten Werten. Und ob das nun Startdate oder Diameter, also Kronendurchmesser ist oder was auch immer. Und das würde man dann eben im entsprechenden Kartenstil dann berücksichtigen. Und im Übrigen, der absolute Schlüssel, die eierlegende Wollmilchsau im Zusammenhang mit Internationalisierung und Multilingualität ist natürlich Wikidata. Also das ist natürlich die absolute Königsklasse, wenn ich dann eben tatsächlich die Informationen aus den Wikidata Text dann auswerte. Da habe ich ja dann auch die verschiedenen Bezeichnungen in den verschiedenen Sprachen. Mache ich derzeit in Mapnik nicht, aber wie gesagt, es gibt ja hier auch einige Leute, die mit Vektorteils arbeiten. Also da könnte man dann sicherlich auch eine Vektorteilbasierte Karte machen, die das dann auswertet. Genau, also du beziehst dich auf den lateinischen Namen, der dann in Wikidata steht. Du umgehst dieses Problem, dass es ja durchaus unterschiedliche Taxonomien in anderen Bereichen der Erde geben kann. Und dadurch ist das für dich kein Problem. Ja, zum einen lateinischen Namen und zum anderen nehme ich ja dann tatsächlich eben den Tag mit dem Wikidata-Suffix. Also das heißt, ich gebe eine explizite Referenz zum Wikidata-Objekt. Genau. Kann man diese Daten mit der Datenbank von mundraub.de verbinden? Kennst du Mundraub? Grundsätzlich ja. Ich kenne jetzt, also Mundraub, das ist ja die eine Organisation, die sozusagen frei verfügbare Obst zum Abernten geeignete Obstbäume dann zeigt. Grundsätzlich sollte das möglich sein. Ich kenne die Datenbank nicht so genau, aber das ist eben die Frage. Die Daten kommen in OpenStreetMap rein und Mundraub müsste sie halt auswerten können. Wobei man natürlich sagen muss, also man kann ja auf die Weise sämtliche Obstbäume kartieren, nicht nur die, die in Kleingartenanlagen stehen, weil natürlich, ich glaube, der Schrebergärtner hat es jetzt nicht so gerne, wenn fremde Leute in den Garten kommen und dann ohne Absprache die Bäume abernten. Genau, ne? Also das ist auch eine der goldenen Regeln vom Mundraub. Eigentum muss man halt beachten, ne? Es geht hier bei Mundraub
um öffentlich zugängliche Pflanzen, die abgeerntet werden können. Aber ihr seid ja praktisch Nachbarn, ja? Eigentlich wäre ja mal ein nettes Gespräch für so einen OSM-Stammtisch, oder? Auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Hier ist noch sehr cool. Gibt es ähnliche Kartierungen auch in der Schweiz? Meines Wissens noch nicht, aber in meine Karte, da habe ich ja auch Dach, also da habe ich auch Schweiz reingeladen. Also es steht jedem offen, denke ich mal, das zu machen. Und ich freue mich natürlich selber, Nachahmer. Und noch eine Abschlussfrage. Hast du eventuell schon eine Vorlage Obstbäume für JOSM gebaut? Wenn man da gleich die Wikidata-IDs drin hätte, würde es das Kartieren sehr erleichtern. Das würde definitiv meine Programmierfähigkeiten bei weitem übersteigen. Also ich mache das nur als Hobby. Ich bin beruflich nicht im Geodatenbereich unterwegs. Aber das wäre sicherlich ein Projekt, was ich sehr gut finden würde, dass man sozusagen in Wikidata die Taxonomien entsprechend abbildet und das dann und daraus dann in JOSM eine entsprechende Vorlage abbildet. Also dass ich dann zum Beispiel eingebe, dass ich die Sorte eingebe und dann wird mir automatisch gesagt, okay, das ist ein Apfel, also Malus domestica. Und oder ich gebe ein ich gebe dann irgendeine Sorte ein und dann wird automatisch die Vorzugsbenennung aus Wikidata gewählt. Also könnte ich mir vorstellen, das wäre eine sinnvolle Sache und ich würde mich sehr freuen, wenn es jemand machen würde. Ja, also wir hören, das ist ein Aufruf. Wer also mehr Programmierfähigkeiten hat wie Oliver, sich für dieses Thema interessiert, sehr gerne würde sicherlich einigen helfen, die das Thema hier auch interessiert. Vielen Dank, Oliver. Danke für die Moderation und für die Aufmerksamkeit.